at me. She crosses her finger when she feels right going under me. Hallo und herzlich willkommen bei Backstage. Ich bin Danny und bei mir heute zu Gast ist die Band The Elmer Burnett Five. Ihre Musik bezeichnen sie selbst als modernen Rhythm and Blues, der direkt in die Beine geht, Balladen, die das Herz berühren und relaxten funky Grooves, die einfach nur Spaß machen. Ja, hallo Thomas. Hallo. Hallo Uli. Hallo. Wie geht's euch? Alles gut? Blend. Sehr schön. Ja, eure Band wurde ja 2004 gegründet. Mittlerweile gibt es euch schon 13 Jahre. Erzählt mal, wie habt ihr zusammengefunden? Ja, wie haben wir zusammengefunden? Auf einem gemeinsamen Spaziergang 2003 haben wir, Uli und ich, beschlossen, dass wir zusammen Musik machen möchten. Roots-Musik, Traditionals, vornehmlich eben halt Blues-Geschichten. Und ja, das haben wir dann eben halt angepackt, haben bekannte Musiker gefunden, die das gerne mit uns machen wollten. Und so sind dann Dieter an den Keyboards, Rolf am Schlagzeug und der Reinhard an der Gitarre dazugekommen. Und seit der Zeit spielen wir in unveränderter Besetzung. Was hat es mit eurem Namen, The Elmer Burnett Five, auf sich? Im Leben verkannt und nach dem Tode vergessen. Nein, es ist immer wieder das Problem, man sitzt zusammen, verdammt nochmal, wie nennen wir uns den jetzt einfach? Und wir hatten dann gesagt, okay, Elmer, Wurzel westfälisch, Burnett, Reminiszenz an einen großen Bluesmusiker. Und viele große Bluesmusiker haben den Namen Burnett. Da gibt es Johnny Burnett, Chester Burnett, Rainey Burnett. Und dann gibt es den großartigen Composer und Producer T-Bone Burnett, der auch noch lebt. Der hat unter anderem auch den Film Crazy Heart produziert, also war auch mitverantwortlich für die Musik. Und deswegen war Burnett gesetzt. Was bedeutet die Musikrichtung Blues für euch persönlich? Womit verbindet ihr das? Das ist wirklich back to the roots, wenn man so will. Also ich sag mal, aus der Generation, aus der wir stammen, da war natürlich die englische Bluesmusik, die hat zu der Zeit Deutschland überschwemmt, John Mayall, wie auch immer. Und da waren wir dann in dem zarten Alter, 15, 16, 17, man hat gesagt, was machen wir denn? Und dann ist man damit angefangen. Man hat sich dann natürlich immer weiterentwickelt, aber letztendlich ist ja der Blues für alle populäre Musik letztendlich immer die Basis. Man wundert sich manchmal, man hört einen Hit und wenn man den dann analysiert, denkt man, ey, wow, das ist ja Standard-12-taktig mit irgendwas dazwischen. Alles okay. Und deshalb, Blues ist immer die Wurzel. Und für uns werden, weil ich sehr viel Jazz mache, andere Dinge mache, war eigentlich Anlass zu sagen, so, jetzt möchte ich einfach mal Bluesmusik. Aber das auch nicht nur ganz reduziert auf einfachen 12-taktige Geschichten, sondern etwas frischer, moderner halt. Also nicht die traditionelle Spielweise, wie sie heute viele, aber auch sehr gut machen, gerade im deutschen Sektor. Wenn ich da mal an Karl Strauss denke beispielsweise. Wir haben irgendwo so unseren eigenen Stil gefunden und wir vermischen auch Elemente, das heißt, wir bringen also auch mal Jazz-Attitüden mit rein oder vielleicht mal die eine oder andere Rock-Nuance. Und deswegen haben wir uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen das etwas anders machen. Wir wollen es vor allen Dingen auch frisch machen, allgemein sehr gut hörbar machen, aber wir wollen die Wurzel nicht kappen. Und deswegen bleiben wir dem Blues fest verwurzelt. You fallen angel, you never trust in anyone. You walk out your own life. And you never share the deeds you've done. I can't understand you, 'cause the words you choose I never hear. You're burning like fire, you put out with a single tear. Dich, Thomas, nennt man ja auch den Prediger. Warum eigentlich? Das liegt daran, dass ich also vor Jahren immer mal zu Sessions gefahren bin. Und auf einer der ersten Sessions, auf denen ich dann bei denen ich dann aufgetreten bin, fiel dem Initiator dann meine artikulierte Gesangsweise auf und dann hatte ich den Namen irgendwo weg. Also das war dann alles irgendwo in dem Moment mit Blues und etwas Soul und das Ganze klang so ein bisschen gospelig und dann habe ich eben halt dazu gesungen und dann sagte er sofort Prediger. Und so wurde ich dann auch immer auf jeder Session vorgestellt und dann hatte ich den Namen weg. Ich dulde es. Er lebt damit. Er lebt damit, ja. Stellt euch mal vor, ihr seid zu Hause, macht euch einen gemütlichen Abend, im Hintergrund läuft Bluesmusik. Was würde den Abend für euch persönlich da noch abrunden? Auf jeden Fall eine gute Flasche Rotwein.
Autsch, das war wieder eine Vorlage. Okay, ich bleibe dann beim Bier, obwohl ich eigentlich auch sehr gerne Rotwein trinke. Wobei, manchmal ist das bei mir schwierig. Da kommt dann sehr oft manchmal die Frage, ist das Jazz oder kann das aus? Von meiner Frau. Das ist nicht unbedingt immer kompatibel, unser Musikgeschmack, aber das ist schon gut so. Mit wem würdet ihr gerne mal auf der Bühne stehen? Ja, ich kann nur wieder sagen, im Moment höre ich Karl Strauß rauf und runter. Der kommt aus dem Ostwestfälischen, ist ein Deutsch-Blueser, der Blues Awards gewonnen hat und der tolle Platten gemacht hat. Und mich begeistert immer, was er spielt, wie er spielt. Und dass er wirklich so nah an diese amerikanischen Originale rankommt, ne? Das ist schon fantastisch. Was plant ihr für die Zukunft? Viele schöne Auftritte planen wir für die Zukunft. Neue Aufnahmen planen wir für die Zukunft. Und ja, Beginn der vielen schönen Auftritte ist sicherlich heute Abend hier, denke ich mal. Und sagen wir mal so, dass wir alle gesund und munter bleiben, weil zum Beispiel unser Schlagzeug, mit dem spiele ich mittlerweile seit 40 Jahren, rechne das hoch. Also er ist der Senior. Ich bin nur der Senior. Und wenn, solange wir alle fit bleiben, ist das alles gut. Ja, da bin ich der Benjamin, oder wie nennt man das? Ja. Nein, aber wichtig ist, dass uns die Ideen nicht ausgehen, denn wenn die nicht da sind, dann fehlt der Grundstein für das gemeinsame Arbeiten. Und das ist ein Hauptanliegen. Also bislang haben wir immer tolle Ideen gehabt. Und wenn man berücksichtigt, dass wir die seit, eigentlich seit 13 Jahren mittlerweile auf fruchtbaren Boden gesät haben. Ich wünsche mir, dass es so weitergeht. Ja, dasselbe wünsche ich euch auch. Also sehr, sehr viel Erfolg weiterhin. Und ich danke euch, dass ihr hier wart. Viel Spaß gleich. Wir danken uns auch. Ja, und euch danke ich natürlich auch, dass ihr zugeschaut habt und wünsche euch ganz viel Spaß beim Fernsehkonzert. Bis dahin. Ja, ciao. Keeps on cranking my heart.